Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als wir im Herbst 2018 erstmals Regierungsverantwortung übernahmen, ahnte niemand, dass die Corona-Pandemie die erste Hälfte der Legislaturperiode entscheidend prägen würde. In dieser Ausnahmesituation waren wir es, die an vorderster Stelle daran gearbeitet haben, das Gesundheitswesen zu stärken, die Menschen vor Ansteckung zu schützen, die Wirtschaft zu stabilisieren, die Finanzen der Kommunen zu sichern und all jene zu unterstützen, die von der Krise besonders betroffen waren. Mit derselben Weitsicht und Lösungsorientiertheit navigieren wir den Freistaat aktuell durch alle Untiefen, die sich seitdem aufgetan haben. Ob Ukraine-Krieg, Energiepreisschock, Inflation, neuerliche Flüchtlingsströme oder Ampelchaos. Wir halten Kurs. Wir erweisen uns aber nicht nur als echte Krisenkönner, sondern wir haben auch einen umfangreichen Koalitionsvertrag abgearbeitet und viele Initiativen auf den Weg gebracht, damit es sich in Bayern auch morgen gut leben lässt. Vieles mussten wir den Koalitionspartner mit Überzeugungskraft und Hartnäckigkeit abringen. Denn ein Staat, der den Menschen dient und es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wohlstand, Eigentum und Freiheit der Menschen zu schützen, ist keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr braucht es eine politische Kraft, die Vernunft und Augenmaß zu ihrer Richtschnur macht und sich für die Menschen in Bayern aus Herzblut und Überzeugung ins Zeug legt. Und wir Freien Wähler Landtagsfraktion sind genau diese politische Kraft. Unsere Bilanz ist Beleg dafür. Wir unterstützen Familien mit Kita-Zuschuss und Familiengeld. Wir haben massiv in Bildung und Betreuung investiert, in erneuerbare Energien sowie in Forschung, Entwicklung und Innovation. Wir haben die Situation in der Pflege verbessert. Wir haben in unserem Klimaschutzgesetz erstmals Klimaneutralität als staatliches Ziel formuliert. Ich bin deshalb sehr froh, dass wir uns der Regierungsverantwortung gestellt haben. Viele Ergebnisse unserer parlamentarischen Arbeit der vergangenen 5 Jahre haben wir in dieser Ausgabe der Nah dran für Sie zusammengestellt. Ich wünsche Ihnen wieder viel Freude beim Lesen und bitte bleiben Sie gesund.